So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. So, wir müssen schwimmen gehen. Abkühlung, Erfrischung, nenne man wie es will. Wir tauchen. So. Schauen wir mal, wo das wäre. Da hinten ist was. Das ist das Einzige. Na, da gibt es noch Kräuter auch sogar. Hoffentlich ist das das. Mal schauen. Schema, okay. Ah, da hinten ist die Lupe. Mal alles mit. Da ist die Lupe. Ledersack. So, dann tauchen wir wieder auf. Geht zurück zu Triss. Wir haben deinen Sack. Mit deinen, was weiß ich, was das auch immer ist. So, war schön drinnen. Na komm. Hast du den Sack oder bist du umsonst nass geworden? Es gibt nichts Schöneres, als in einem dreckigen Kanal zu planschen. Ich habe ein paar Fische gefunden. Einen rostigen Anker, ein Bootswrack. Oh, und das hier. Mein Paket. Hoffentlich ist es nicht völlig durchweicht. Du bist ein Schatz. Nein, ich heiße Geralt. So, vollgedreht. Na dann, komm, beweg dich. Erinnerst du dich noch an meine Elemente und die Art, wie ich sie einsetze? Komm schon. 6 Monate sind nicht viel Zeit. Und ich bin nicht senil. Leidest aber bisweilen an Amnesie. Mein Gedächtnis ist wieder vollständig. Gut. Das dürfte die Leute davon abhalten, dich auszunutzen. Jemand hat mich ausgenutzt? Ich zum Beispiel. Ich hab doch nicht mal angedeutet. Wir müssen uns beeilen. Ja. Ah ja, by the way, das ist Teil 2, gell? Scheiterhaufen in Novigrad. Bin gespannt, wo sie uns jetzt hinbringt. Bin gespannt, was wir jetzt da hier machen müssen. Ah, okay, da steht schon einer. Servus, grüß dich, gell? Meinen Gruß, Zauberin. Meinen Gruß, Brandon. Ich dachte nicht, dass du jemanden mitbringst. Gibt es ein Problem? Naja, sonst würde er nicht fragen, ob sie eine Zauberin ist, deswegen nehmen wir das Erste. Ist das ein Problem? Beim ewigen Feuer, nein! Ich bin nur überrascht. Gemeinsam erledigt ihr sicher alles doppelt so schnell. Ihr seht wie echte Experten aus. Aber ich hätte gern, dass ihr sofort loslegt. Triss, du und Brandon hier, habt ihr einen Preis ausgehandelt? Wir hatten eine volle Börse vereinbart. Brandon und Co. ist eine seriöse Firma. Wir haben den größten Kornspeicher in Novigrad. Okay. Du zahlst im Voraus, du zahlst die Hälfte im Voraus. Nimm mal alles. Das können wir schon. Komm, Geralt. Gefallen Kaufleute nicht, die mit billigem Lob kommen, ehe die Arbeit getan ist. Das war kein billiges Lob. Es waren Tatsachen. Ich rede auch von Tatsachen. Bezahl sie vollständig im Voraus. Ich fürchte, das geht nicht. Dann fang deine Ratten selber. Ach, darum hat sie dich dabei. Schön. Eine Börse voller Novigrader Kronen. Als Zeichen meines guten Willens. Wir müssen diese Kristalle um den Kornspeicher verteilen. In die Nähe von allem, was nach Ratten aussieht. Ja, mit deinem Geld. So, ich folge dir. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Rattenköder auslegen. Ich übernehme die Hälfte, du die andere. Such nach Anzeichen von Rattenaktivitäten. Die Sache ist, dass ich zwar Manticore-Aktivitäten erkennen kann, aber Rattenaktivitäten... Geralt, wir wären beide lieber woanders. Ich säße jetzt gerne in einer königlichen Beratung. Aber mein König wurde getötet. Such nach Spalten. Und nach Kot. Was, wenn wir das Duftzeug platziert haben? Dann wirke ich einen Zauber. Und die Ratten verschwinden. Kannst du das nicht auch ohne Duftzeug machen? Also was? Ich hab gar keine Lust, nach Rattenscheiße zu suchen. Hör auf zu jammern. Okay, gut, das war mal eins. Okay, dann gehen wir mal da unten weiter einfach.
Ach Gott, jetzt müssen wir Code hier auch suchen. Da ist ein arme Geralt. Da ist noch eins. Sieht vielversprechend aus. Der Kerl gefällt mir nicht. Brandon? Mir auch nicht. Er ist viel zu fett. Das stimmt zwar, aber ist dir aufgefallen, dass er gar nicht gefeilscht hat? Er will die Ratten wohl dringend loswerden. Triss, er ist Händler. Er lebt vom Feilschen. Würde ich mich um sowas sorgen, würde ich in dieser Stadt verhungern. Kann ich draufdrücken? Ist jetzt fertig? Okay. So, Quest aktualisiert. Scheiterhaufen in Novigrad. Jawohl. So, wieder zurückgehen anscheinend. Ich glaube, jetzt sind alle Löcher verstopft. Schön. Dann gibt es jetzt ein magisches Feuerwerk. Wenn ich den Duft aktiviere, haben wir einen Moment zum Reden. So, Quest aktualisiert. Und wir drücken X. Jetzt warten wir, bis sie weghuschen. Interessante Methode. Ich hatte nie viel Glück mit Ratten. Einmal habe ich in totaler Finsternis eine mit der Gabel erwischt, wollte mit meinen Hexersinnen angeben. Meisterlicher Wurf. Leider hat ihn sonst niemand gesehen. Wie auch im Dunkeln. Also, was denkst du? Rattenfängerin? Ein tiefer Fall für die Beraterin des temerischen Königs. Ich bin nur froh, dich gesund und munter zu sehen und... Versöhnlich? Ich hatte Zweifel, was unser Wiedersehen betrifft. Dachte nicht, dass es angenehm werden könnte. Wir haben vor 6 Monaten alles gesagt, was es zu sagen gab. Ich will nicht wieder anfangen. Ich auch nicht. Aber es ist eins, etwas zu sagen, und etwas ganz anderes, es wirklich zu tun. Wir wollten Freunde bleiben. Hoffentlich ändert sich daran nichts. Und? Wie geht es, Yen? Woher weißt du, dass ich sie gefunden habe? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Wie geht's, Yen? Also, wir haben sie ja in Skellingtor getroffen und da ist es ja eigentlich ziemlich gut gegangen. Schätze ich einmal. Es geht ihr gut, nicht schlecht, ich weiß es nicht. Ja, machen wir mal Mitte, würde ich sagen. Nicht schlecht. Willst du was Bestimmtes wissen? Nein. Ich habe die Antwort schon bekommen. Na schaut. Die ganzen Ratten. Sieh an. Unsere Turteltauben schwatzen lieber als zu arbeiten. Die Arbeit ist getan. Geralt, das sind... Ich weiß, wer die sind, Triss. Freunde von mir, die mich gebeten haben, sie zu informieren, wenn ich einen Magier treffe oder eine Zauberin oder so. Hab's nicht übers Herz gebracht, sie zu enttäuschen. Eine Falle, Geralt. Das hat mir gleich nicht gefallen. Wenn die Typen hier sind, um uns beim Rattenfangen zu helfen, sind sie zu spät. Du hast bezahlt und gekriegt, was du verlangt hast. In diesem Kornspeicher gibt es keinen Rattenschwanz mehr. Ich habe bezahlt, weil ich wusste, dass ich mein Geld zurückkriege. Ach so. So ist das Leben für Zauberinnen in Novigrad heutzutage. Das sehe ich. Mein Vorschlag. Wenn die Jäger gekommen sind, können sie auch wieder gehen. Das tun sie aber nicht. Gut, wir haben es besprochen. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Aber denkt dran, ich muss mich euch entgegenstellen. Jetzt reicht's mir aber mit dem Pisser. Mir auch. Sorg dafür, dass die beiden hier ja nicht lebend rauskommen. Oh, doch. Willst du was auf dafür wird Geralt sorgen. Haha. Na, dann gehen wir's an. Ja, ausweichen, gell? So, Moment. Moment. Als erstes ziehst du mal das Schwert. Danke. Und jetzt gehen wir's an. Das kann ja nicht wahr sein. Ja, das habe ich. Und du wirst auch gleich sterben. Komm. Hack ihm den Kopf ab. Bitte, Geralt. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier. Genau. Gedankenbeeinflussung. Nein, jetzt hast du mir aus dem Stun rausgehaut. Kopf ab. Jo, genau das habe ich mir gewünscht. In der Annahme, dass er nicht zahlen muss. Reingelegt wie ein Kind.
Wärst du nicht gewesen. Wir müssen Brandon finden. So, neue Schwerter gefunden. Ich glaube aber nicht, dass die jetzt besser sind als meine. Inventar machen wir kurz. Reinschauen können wir trotzdem. So, das ist schon einmal weiter schlechter. Das ist auch schlechter. Noch schlechter. Noch schlechter. Noch schlechter. Das gibt's ja nicht, Alter. Ist alles Dreck. Müsste ich mal alles wieder verkaufen hier. Ja gut, das ist alles nur Dreck. Warum auch immer ich das mit mir mittrage. Und wenn wir schon dabei sind, tun wir gleich eine Stunde meditieren. So, und jetzt gehen wir raus. Vielleicht ist der Fette noch da. Ja, tatsächlich. Töte mich nicht. Guter Herr, bitte. Sie haben mich gezwungen. Sie hätten mir das Haus niedergebrannt oder das Warenlager, wenn ich es Ihnen nicht gesagt hätte. Hexenjäger kennen keine Gnade. Verschone mich, guter Mann. Sei nicht wie diese Mörder. Halt den Mund. Ich sollte dich töten. Aber tot nützt du nur den Möwen was. Also bleibst du am Leben und bezahlst uns doppelt. Sofort. Gut, euer Geld. Und jetzt zisch ab. Danke, Geralt. Na, nehmen wir Probleme. Du solltest dir einen besseren Umgang suchen. Er war immer noch besser als manch ein Magier. Weißt du, ich hab nachgedacht, wer was über Ciri wissen könnte. Mir ist was eingefallen. Eine Traumdeuterin namens Corinne Tilly ist in der Stadt. Angeblich sehr fähig. Eigentlich habe ich den Fähigkeiten von Träumern nie getraut. Corinne macht gute Arbeit. Du solltest es zumindest versuchen. Sie hat in der Nähe einen Auftrag angenommen. Folge dem Kanal, weg vom Fischmarkt. Das Haus ist bei der ersten Brücke. Es gehört einem reichen Bankier namens De Jong her. Kommst du nicht mit? Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Noch ein rattenverseuchtes Warenlager? Nicht ganz. Viel weniger befriedigend. Aber so sind die Zeiten. War schön, dich wiederzusehen. Fand ich auch, Geralt. Du solltest jetzt gehen, bevor Corinne wieder irgendwo untertaucht. Und wenn ich dich wiedersehen will? Ich wohne in den Scherben, in der Nähe des Fischmarktes. Komm mal vorbei. Würde mich freuen. Alles klar. Bis dann. Okay. So. 5 Erfahrungspunkte erhalten. Quest abgeschlossen. So, nächste Quest. Träumen in Novigrad. Okay, wir machen uns mal auf den Weg dorthin und dann machen wir Part Ende. Damit der auch ungefähr auf 15 Minuten kommt. Darf ich hier rauf? Ah, scheint so. Ja, betet sein Feuer an, habt ihr recht. Entschuldigung. Da nach hinten will er, dass ich gehe. Da rein, oder was? Ach so, okay, okay. Verstehe, verstehe. So, jetzt mal weg da. Ah, wir sind wieder im Theater. Bin gespannt, ob wir auch noch hierher kommen. So, hier durch. Ja. Ich kann genauso gut singen wie du. Dann nach hinten. Immer weiter, geh weg da. Ich hasse es, wenn ihr euch mir in den Weg stellt. Okay, okay, Moment. Der wollte, dass ich... Gehen wir mal darauf. Weiter darauf. Stimmt das? Moment. Ach so, warte. Nein, doch nicht. Wie soll denn das gehen? Wie soll ich denn da durchkommen? Das kann nur oben sein. Das kann nur da oben sein. Abgeschlossen. Der will, dass ich da unten irgendwo reingehe. Ich gehe mal da rein. Ah, okay. Kann ich auf Pause drücken? Kommst du zufällig vorbei, Wanderer, oder suchst du was Bestimmtes? Wer will das wissen?
Rudolf de Jonkheer. Von den de Jonkheers. Ja, meine Ahnen haben das Fundament dieser Stadt gelegt. Jetzt besitze ich die größte Bank hier. Ich brauchte keine Empfehlung. Der Name hätte gereicht. Vater sagte immer, alle sollen deine Vorzüge sehen, Sohn. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Ich suche nach Corinne Tilly. Dann bist du hier richtig. Corinne ist drinnen, seit ein paar Tagen schon. Träumt von der Geschichte des Hauses. Willst du nicht selber sehen, was drinnen vor sich geht? Ich bin Bankier. Geisterhäuser ängstigen mich. Weißt du nicht, dass so etwas Gift für den Immobilienpreis ist? Außerdem wollte Corinne nicht gestört werden. Warum interessiert dich die Geschichte des Hauses? Bist du Historiker oder ist es Liebhaberei? Ich habe das Anwesen vor kurzem gekauft und nicht billig, wie ich hinzufügen darf. Dann bemerkte ich Störungen. Ich habe den Verdacht, dass es hier spukt. Welche Anzeichen gibt es? Oh, verschiedene. Gekicher, nachts, Möbel, die sich auf dem Dachboden bewegen. Und letzte Woche, nicht zu glauben, aber da fand ich menschliche Fäkalien im Flur. Tatsächlich? Okay. Ich würde gerne reinkommen und mich umsehen. Eigentlich lasse ich keine Fremden bei mir rumstöbern. Aber die beiden Schwerter, du bist ein Hexer. Dich lasse ich rein, Marotte von mir. So, Quest aktualisiert, oder? Nicht mal, die Quest hat noch nicht mal begonnen, oder was? Levant. Okay, gut, auf jeden Fall müssen wir da runtergehen anscheinend. Warum auch immer der Weg mich wieder da zurückweist. Also ich schätze, dass wir da runter müssen. Aber das machen wir dann im nächsten Part. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Macht's das gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler. Das zweite Schwert?